So, wir sind wieder zurück bei hier, wie heißt denn das Spiel? Hotline Miami, genau. Ist letztes Mal ja mit meiner Maus irgendwie scheiße gewesen und es ist auch sonst ziemlich viel passiert, von wegen mal wieder Laptop formatiert und bla bla bla, was auch immer. Jedenfalls musste ich komplett neu starten, deswegen habe ich auch leider nicht mehr alle Masken. Aber das soll uns nicht aufhalten, wir machen einfach da weiter, wo wir aufgehört haben, schnappen uns eine Maske und zerbeulen die Typen. So. Oh fuck, der lebt noch. Das läuft gar nicht mal so gut. Ah, oh fuck. Komm her, du Penner. So. Oh, die haben mich noch gar nicht gesehen. Das ist gut. Oh, ah, nein, das war dumm, okay. Das war sehr dumm. So, oh shit. Zu langsam. So, kommst du? Okay. Ich versuch's mal direkt mit der Waffe. Zack. Zack. Das scheint niemand zu stören. So. Kommt der nächste. Nein! Fick dich. Oh fuck, das war dumm. Muss schneller sein. So. In your face. In your face. Sehr gut. So, jetzt kommen die anderen. Oh fuck. Oh Mann! Ah, shit, zu langsam. So. Komm her. Oh, das war dumm. Das war scharf. Ach, der Typ lebt noch. Ey, ich hab doch getroffen. Wow, fuck. Nein, ah, Mann. Daneben geschossen. So, du kriegst auch noch. So, wo sind die anderen? Ah, nein, ich dachte, ich krieg noch die andere Waffe. Ah, shit. Oh, wurde ich getroffen? Nee. Puh. Ja, oh. So. Na, wo ist der Fettsack? Oh fuck, Mann, ich hab den vergessen. Oh shit, das ging schnell. So, Junge, komm her. Shit, hat er mich nicht gesehen. Eieiei. Oh ho ho, okay. Shit. Ah, lass mich in Ruhe. Oh oh, oh oh. Oh fuck, okay. Shit, nein. Ja! Ja! Nein! Ja! Puh, war das knapp. Okay, da steht noch ein Kerl. Den kriegen wir. Bam! So. Und weiter. Okay, hier wieder. Oh, warum ist es Zeitlupe? Hallo, Spiel. Verarsch mich nicht. Ich brauche jetzt keine... Ah, oh, shit, das war dumm. Warum ist es wieder in Zeitlupe? Das Problem hatten wir doch schon mal. Spiel. Oh, das ist scheiße. Das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. So. Ich glaube, ich nehme hier lieber die Double Barreled. Nein, das war dumm. Ich muss mal kurz gucken, dass ich das Spiel wieder richtig zum Laufen kriege. Das ist irgendwie... Ah, okay. Oh nein, immer noch nicht. Was war denn das? Ey, Mann. Oh shit, ich dachte, ich erwische den auch noch. Ey, sobald ich hier bin, ist es eine Zeitlupe. Ey, das ist mir zu blöd. Ich mache hier kurz einen kleinen Cut und dann gucke ich, ob ich das hinkriege. Bis gleich. So, ich habe... es hat gar nichts gebracht. Ey, ich habe doch die Waffe geworfen. Guck mal, hier geht's, ne? Aber sobald ich hier bin... In your face. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Wirf die Waffe.
Zeitlupen-Action, fick dich. Ey, das ist doch für den Arsch. Nein! Oh, nimm die Scheiß, das scheiß Messer, du Penner. So. Kehle. Anderer Typ. Ey, das ist so scheiße in Zeitlupe. Das gefällt mir überhaupt nicht. Zack. Zack, zack. Oh, fuck. Zack, zack, zack. Das liegt ausgesprochen gut. In Zeitlupe. Bam, bam, bam. Oh, hier ist einer dieser geheimen Dinger. Die muss ich auch noch erklären, weil jetzt, da ich hier von vorne mache, sind die noch da. So, komm her, du Bastard. So. So, wie machen wir das hier? Oh, fuck. Ja, schießt ihr Banner. Los. Ist mir egal. So, geht doch. Das kann ich euch auf die Fresse geben. So. So. Ich will eine Waffe. Ja. Oh, wo kommt der her? Shit, Mann. Ey, aber Zeitlupe ist lame. Was ist das? Nee, da ist noch einer. So. Da ist auch noch einer. Oh, mitten durchgeschossen. Okay, das war's. Boah, Zeitlupen ist... Das regt mich gerade richtig auf. So, jetzt müssen wir irgendwie zu diesem Kerl da vorne, der ziemlich eigenartig aussieht. Okay. Okay, müssen wir jetzt trotzdem... Was? Wie der Kerl hinfällt. Ah, okay. Ja, gut. Er hat uns gesagt, wo wir hin müssen. Wozu sollten wir ihn jetzt noch rumlegen? Also, Moment, kann ich das Handy da aufnehmen? Oder warum liegt das da? Ja, okay, nee. Jetzt dürfen wir wieder in Zeitlupen-Manier hier rauslaufen. Wow. Ey, das ist so scheiße. Ey, ich muss den Kerl umbringen? Was soll denn das? Warum? Ich finde das immer so unnötig. Aber naja. Hey. Ach, man muss ihn natürlich so umbringen, ne? Boah. Alter. Alter. Und das Ganze in Zeitlupe. Ja, Leute. Hier kriegt ihr das, was ihr wolltet. Brutale Gewalt. Yeah. So, nachdem wir das erledigt haben, können wir ja auch wieder rausspazieren, ne? Die Nachtschicht kümmert sich drum. So, wo geht's hier raus? Genau, hier. Hä? Warum war da... Ach so, ja, das war ja noch ein Raum. Genau. Ab in unser schäbiges Auto. Ach, und jetzt läuft wieder alles flüssig, wie schön. Neue Waffe. Hallo? Wo ist die neue Waffe? Oder kriegt ihr es gleich? Wow, A+, nicht schlecht, ne? Neue Maske auch freigeschaltet, den Oscar. Und den Dartpfeil als Waffe freigeschaltet. Okay. Final Chapter. Showdown. Wir haben es ehrlich geschafft. Das ist das Ende. So, was nehmen wir hier für Maske? Survive to Bullets? Ich denke schon, ne? Das klingt ganz gut. Okay. Puh, es geht hier gleich los, ne? Oh, fuck. So, kommt her. Oh, shit. Das war dumm. Oh, fuck, nee. Ich muss beide treffen. In your face. So sollte das aussehen. Oh, und da sind wir schon. Was ist das denn hier für ein... Oh, fuck. Okay. Oh, Pokal. Ah, shit. Ich hab dir auch auf die Fresse gehauen. Okay, nochmal. Pokal. Oh, fuck. Hä? Sterben die nicht beim ersten Mal? Ich muss die anscheinend mehrfach treffen. Okay. Ey, die Musik ist aber auch geil. Oh, Mann. Ich stelle mich echt dumm an.
Pokal. Boah, geschafft. What the fuck? Okay. Vielleicht kann ich den Pokal auf sie werfen. Die killt dann ja sofort. Die erinnert mich irgendwie ein bisschen hier an diese eine Tuse aus Kill Bill. Ich weiß gerade nicht, wie sie hieß. Voll schäbig für mich als Quentin Tarantino-Fan, dass ich nicht weiß, wie sie heißt. Aber egal. So. Pokal. Wow. Ja. In your face. Komm her. Fick dich. Boah, jetzt habe ich euch das nicht lesen lassen, ne? Sorry. Oh, fuck. Bam, ja. Ich habe ihn den Arm abgeschnitten? Hä, warum hat er immer noch Hände gehabt? Boah, war das krank. Allein, I fucking hate these things. Ja, ich auch, mein Freund. Was haben wir hier für eine Waffe? Hab die Pistole, mit der er sich umgelegt hat. So, jetzt sehen wir mal, wer dahinter steckt. Ein alter Mann. So ist es doch immer bei der russischen Mafia. Leute, ich habe gerade Gänsehaut bekommen. Ja, das war episch, das Ende. Wie er einfach auf den Balkon geht, sich eine Kippe anzündet, ein letztes Mal auf das Bild seiner Freundin guckt und die Sache für ihn einfach zu Ende ist. Wie er es zu Ende gebracht hat und Abschied nehmen kann. Ey, das ist... Puh. Wir haben es geschafft. Hotline Miami. Ein geiles Spiel mit einer geilen, auch wenn einfachen Story über Gewalt. Ich find's einfach episch. Die Soundtracks, die Musik, alles. Ich finde das Gameplay an sich, also wirklich. Ich weiß noch, wie ich das zum ersten Mal von gehört habe, ne, und dachte, ja gut, so geiles Indie-Game, aber es ist einfach. Ich finde, das zeigt, was man so aus Spielen heute machen kann. Im Gegensatz jetzt zu diesen ganzen AAA-Titeln, ne? Assassin's Creed und so, okay, die haben auch ihre Story, ne? Und auch zum Teil echt geile Stories. Aber ich finde, gerade in so kleinen Sachen merkt man irgendwie, was man so alles aus Videospielen machen kann. Ach, Entschuldigung, wenn ich gerade Cola trinke, aber muss sein. Ja, was soll ich noch dazu sagen? Ey, ich find's einfach episch, das Spiel. Ich lasse noch die Credits für euch mit der geilen Musik. Und dann gucken wir mal, was weiter passiert.